zwei Tage zuvor. Hallo und herzlich willkommen zum Tiefsimulator 2. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ihr werdet auch gleich ordentlich begrüßt, wenn ein bisschen weniger los ist. Aber ich bin gerade ins Spiel gestartet und wir haben scheinbar schon Action. They're coming. You have one minute. Oh je, sie kommen. Ich habe eine Minute. Ach du Scheiße. Ohohoho, guck mal, Leute, da kommen sie schon. Ja, will ich noch was sagen? Nix wie weg, oder? So, das könnte lustig werden, weil ich habe nämlich genau alles das, was ein Dieb, was ein guter Einbrecher nicht brauchen kann, das habe ich. Ich habe einen schlechten Orientierungssinn, ja. Ich kann mir nichts mehr merken und ich bin schusselig. Also ich glaube, nichts, was so ein Einbrecher haben möchte. Ich glaube, das wird spaßig, Leute. Oh, nix wie weg, Leute. Ich glaube, ich hab jetzt schon zweimal fast verkackt oder so. Ja. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Da, guck mal, da leuchtet was. Flucht durch das Hintertor. Ab geht's. Ohohoho. Jawohl, gut. Haben wir schon mal geschafft. So. Zack. Sehr schön. Und dann fahren wir weg, oder? In die Madison Street. So Leute, und jetzt erstmal ordentlich hallo und herzlich willkommen zum Tiefsimulator 2, zum ja, Einbruchsimulator, Diebsimulator 2. Und ich freue mich, wir machen mal so ein kleines Angezockt, wir gucken mal, wie es läuft, schauen uns das ganze Game so ein bisschen an. Ich glaube, es könnte sehr, sehr lustig werden, weil ihr wisst ja, ich bin mega schusselig, ich bin mega verpeilt und ja, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, kann mir nichts mehr merken, bin immer komplett orientierungslos eigentlich. Ich glaube, das ist genau das, was ein Einbrecher nicht haben möchte, aber es könnte auf jeden Fall lustig werden. So, jetzt gucken wir mal, was die von uns wollen, oder? Alright, so you're in some deep shit. It took long enough. Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people, break into a couple houses, and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. Okay, also da ist jetzt schon eine kriminelle Vereinigung hinter mir her. Das ist ja super. Ich habe noch gar nichts. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ja, ich habe noch gar keinen Mist gebaut. Ja, toll. Was soll das denn werden, wenn ich hier erstmal anfange zu zocken, weißt du? Wenn jetzt schon die kriminelle Vereinigung hinter mir her ist. Da kommt jemand. Die sehen uns doch, oder? Und wir gucken erstmal, ob wir von hinten da irgendwie reinkommen. So, ich habe den ersten Teil habe ich nur so ein bisschen gespielt. Also nicht so jetzt wirklich ganz durch oder so. Ich habe den nur so ein bisschen angezockt mal für mich. Irgendwann, ich habe da auch kein... Guck mal, hier kommen wir rüber, oder? Können wir darüber hüpfen? Oh. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber ich glaube, rotes Licht ist nie gut. Ist das hier jetzt die 102? Warte mal, ich muss mal auf Minimap gucken. Ja, ich glaube, da haben wir auch hier unser goldenes... hier. Money. Sehr schön. Hahaha, nice. Alles klar. So, komm, gehen wir mal da rein. Hallo, guten Tag. So, zack. Das verlassene Haus, ja. Also ich glaube, das sollte ziemlich leer sein. Da dürfen wir eigentlich keine... Hoffe ich mal, keine Probleme kriegen, aber ihr kennt mich ja. Schafft das sogar wahrscheinlich in dem verlassenen Haus Probleme zu kriegen. So, zack. Da ist auch nichts. Da ist nichts. Und da ist nichts. So, Einbrecher machen Schubladen übrigens immer von unten auf, damit sie die nicht wieder zumachen müssen. Ne? Weil sonst müsste man die auf- und zumachen, wenn man die von oben aufmachen würde. Und dann dauert es länger. Wisst ihr? Hahaha, ja, habt ihr was gelernt, aber bitte niemals anwenden. So. Zack und zack und zack. Sehr schön. Oh, Radio. Nice. Komm, hier noch Schönes. Und das hier zacken wir noch ein. So, fahr zu Chus Pfandhaus und verkaufe deine Beute. Very nice. Time to sell this stuff so you can pay me, brother. Drive to Crazy Joe's Pawn Shop. He's my pal. It's in the same neighborhood. Numbers 115. Ja, aber wir klauen schon noch zu Ende. Also, bevor wir hier gehen, würde ich mal sagen. Guck mal hier. Schön. Zack, zack.
Oh, hier, Lampe nehmen wir auch noch mit. Was hier, Wecker nehmen wir mit. Zack. Alles eingesackt, ja. Ich als Schwabe kann hier nichts zurücklassen, weißt du? So, zack, zack, zack. Das haben wir alles. Ja, wunderbar. Was gibt's noch? Das ist alles nicht glaubbar. Okay. Mal hinter der Tür, ist da irgendwas? Nö, auch nicht glaubbar. So, was haben wir hier noch Schönes? Nix, nix, nix. Küche vielleicht, irgendwas. Oh, hier Wein. Oh, lecker Weinchen. Ja, toll. Zack. Alter, diese Musik, ne? Hört ihr diese fröhliche Einbrechmusik? Der Wahnsinn, oder? Das ist so ein Einbrech-Soundtrack. Das ist ja Wahnsinn. Toll. Jetzt glaube ich schon Töpfe. Oh, jetzt ist aber hier Rucksack rot. Ich glaube, jetzt sind wir voll, oder? Ja. Dann können wir jetzt, glaube ich, abhauen. Die Frage ist, wollen wir, wir haben jetzt, glaube ich, einen Schlüssel, ne? Ist der für hier, für die Vordertür oder für wo ist der? Ja, guck mal, zack. Super. So. Hallo. Gut. Ja, wir haben hier nur, wir haben nur Blumen gegossen hier drin, Leute. Ja? Wir haben hier nur Blumen gegossen. Mhm. Ja. Wir sind, die Blumengießer vom Dienst. Das ist so. Lalala. So, sehr schön. Top. So, ab zu unserer Karre. Ja, wenigstens haben wir aber einen schönen Pickup. Das ist auch schon mal was, oder? Ich mag ja eh so. Zack. So Ami-Autos, so Muscle Cars. Das ist ja ganz meins. Aber jetzt fahren wir mal zum komischen Pfandhaus. Und gucken wir mal, was wir da an Kohle kriegen. So. Sehr nice. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieiei. So, und einmal hier auf Parkplatz. Jawohl. Alter, ich kann doch nicht mal einparken. Wie will ich ein Einbrecher werden? So geil. So, hallo und guten Tag. Hi, ich grüße Sie. Alter, hast du mich erschreckt. Was willst du? Interaktion. Alles klar, alles verkaufen. Okay, weg damit. Läuft. Zack. So, lerne die Fähigkeit markieren. That's how it goes. Keep the money. It'll be rent for your new hideout. I need something from 104, and to break in there, we need a drone. It happens the guy from 103 ordered a drone recently. Learn how to mark people. We have to find out when he goes to work. Okay, also, wir wollen den 103 wohl. Der braucht irgendwas aus 103, um in 100, nee, aus 104 und im. Geht schon los, Leute, ehrlich. Also, der braucht irgendwas aus 104 und im, um in 104 einzubrechen, müssen wir aber erst eine Drohne klauen, die es in 103 gibt. Ja, wahrscheinlich zum Ausspionieren oder was weiß ich was, keine Ahnung. Aber jetzt sollen wir erstmal hier Ausspähen erlernen, hat er gesagt. Machen wir mal. So, und jetzt Markierung. Haben wir gelernt. Alright, I bet he's somewhere visible at 3 p.m. 1500 military time. Wait it out in the parking lot and then go to the spot I marked for you. Alles klar. Also, wir sollen wieder auf den Parkplatz gehen. Wahrscheinlich in der Nähe vom Haus. Weil wir sollen dann um 15 Uhr sollen wir quasi ja, dahin gehen. Wo der Typ uns markiert hat auf der Map. Geh aus mich. Alter, ich sag's euch, das. Das wird so chaotisch werden. Gerade, glaube ich, in den höheren oder schwereren Missionen. Ey, es wird richtig schlimm. Warte mal. Oh Gott. Hä? Alter, ich mich jetzt schon verfahren oder was? Aber hier muss das doch hochgehen. Nee. Bin ich bescheuert? Doch hier. Nein. Hä? Dave speaking. Ich bin gerade echt. Ach Gott, wir sind. La la la, ihr habt nichts gesehen. Oh Gott, Reparatur kostet schon 22 Dollar. Ihr habt nichts gesehen, Freunde. So. Zack. Alles klar. Wir halten mal hier. Das ist unauffällig, oder? Hoffe ich. So, wie. Zack. Zack. Na, steig wieder ein. So, und jetzt mal warten. Ach, Kacke, aber wir müssen auf den Parkplatz fahren. Genau. Um den Zeitschnelllauf zu aktivieren. Das war im ersten Teil, glaube ich, auch so. Oh, warte mal. Hm, hier. Also fahren wir mal auf den Parkplatz hier wieder. Ja, schön. Hm, Alter.
So, Durchlaufzeit. Ja, 15 Uhr, ne? Schlafen bis 15 Uhr. So, schönes kleines Nickerchen im Auto. Zurück. Und zack. Komm, laufen wir hin. Ist halt wirklich unauffälliger, als da vor der Hütte zu parken. Wir könnten auch noch mal in 102 vorbeigucken, ob wir alles geklaut haben. Ne? Weil war ja vorhin Rucksack voll. Das heißt, da könnten wir eigentlich auch noch mal schauen, ob wir da das ein oder andere noch... guck mal, da ist einer. Have you got eyes on him? Mark his ass, so we know when he's out. Alles klar, wir sollen ihn markieren, haben wir jetzt gemacht. Okay. Alright, now do some planning. You'll see his next destinations. It's a very handy skill. Okay, alles klar. Planungsmodus haben wir jetzt aktiviert. See, that saved you the need of going through the journal. My sources say he leaves the house at 5 p.m. There's a problem, though. You can't break in with the crowbar because the guy has a sound alarm. It'll be triggered. You gotta learn lockpicking. Drive to your new hideout and check the computer. I have a task for you, which will gain you some more experience. Okay. Also, wir können da nicht einfach einbrechen mit der Brechstange, weil der wohl irgendeinen Geräuschsensor hat. Und das würde dann auslösen und deswegen müssen wir jetzt erst das Schlösserknacken noch erlernen. Vorher geht's leider nicht. So. Aber dafür sollen wir erstmal zu unserem Versteck fahren. So, mal gucken. Beim ersten Teil, ja, da hinten sehe ich auch eine Grenze. Ich glaube, man muss einfach über die Grenze rausfahren. Und dann kann man auswählen, dass man zum Versteck möchte. So, und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ab zum Versteck, oder? Huhu. So, und da sind wir in unserem schönen kleinen Versteck. Und wir kriegen schon wieder einen Anruf. Ain't this house nice? Just pay me the rent weekly and you're fine. When you get some cash, you can do repairs on house renovator. Go to the computer. I have to show you around in your new world. Ah, wie genial. Wir können das Haus auch, ja, renovieren. Ne, wir haben das jetzt von dem gemietet irgendwie. Ich glaube, dem schulden wir eh schon einen Haufen Kohle. Dafür, dass er uns hier vor, ja, wem auch immer beschützt hat. Und wir haben das Haus jetzt von dem gemietet. Wir sollen halt immer wöchentlich die Miete abdrücken. Und ja, wir können es aber auch renovieren, wenn wir Bock haben. Warte mal, da ist das Zeichen. Check out Steel Gear. As you gain experience, better tools will become available to you. Alles klar, das ist Steel Gears, ne? Da kriegen wir unser Einbruchswerkzeug irgendwie. Desto mehr Erfahrung wir sammeln, desto besseres Werkzeug. Houses, loot locations, security cameras, tenant routines, etc. Gather all information about 102, free of charge. So, Rob Tips, das, da erinnere ich mich noch dran aus dem ersten Teil. Ich weiß nicht, ob es da auch so geheißen hat, keine Ahnung. Aber das war halt so eine App, da konnte man dann halt so Informationen über Häuser kaufen quasi. Ja, also über das Sicherheitssystem und, und. Wir sollen jetzt hier für 102, das verlassene Haus, wo wir schon waren, sollen wir jetzt die Infos kaufen, sind gerade kostenlos. Kaufen wir mal. Okay, sollen wir uns Black Bay noch angucken? Da können wir Artikel verkaufen. War auch im ersten Teil, glaube ich, da gab es auch sowas. Da können wir Artikel verkaufen und die haben meistens bessere Preise als, ja, als der Pfandleiher halt. Go to hell, neighbor. Like I said before, you need more experience before you can learn lockpicking. Accept the job at 102. Alles klar. Das ist hier Hell Neighbor. You can browse other websites. There are plenty, but not crucial for us now. Get off the PC when you're ready. Also da können wir halt, da kriegen wir halt so, ja, so Aufträge, so Vandalismus ein bisschen und was weiß ich was. Ich glaube, ne, wenn du einfach deinen Nachbar scheiße findest, dann kannst du dich da anmelden und kannst da einen Auftrag einstellen, dass jemand dem Nachbar das Haus kaputt kloppt. When you steal things and complete jobs, you get experience. With enough experience, you can learn new skills, such as lockpicking, which is needed to break into 103. Get to 102 and complete the job you just accepted. Should be rather easy. So, alles klar, okay. So, wir sollen jetzt zu 102 gehen. Wir sollen hier diesen Auftrag erfüllen. Also wir sollen da so ein bisschen Vandalismus machen, damit wir EP sammeln, damit wir halt, ja, das Schlösserknacken erlernen können.
Und dann würde ich sagen, dann machen wir das mal. Und dann geht's ab. FM, Dave speaking. Have you checked stolen rewards? You can receive nice perks if you complete. So, jetzt gucken wir mal, ob wir es diesmal gleich finden. Ich hoffe mal. So, geh zu 102. Alles klar. Nicht verwechseln. 102. Nicht, dass ich irgendwo falsch reingehe. Wie gesagt, könnte durchaus passieren. Ihr kennt mich. So, alles klar. Komm, aber jetzt stellen wir die Karre mal hin. Nee, doch. Ach, ich weiß es nicht. Nee, komm, wir stellen die auf den Parkplatz. Ehrlich, wir machen das jetzt professionell. Mega professionell stellen wir die einfach jetzt auf den Parkplatz. Ja, damit das nicht so auffällig ist. Und das war's. Alles klar. Und los geht's. Ab nach 102. Wie gesagt, ich hoffe halt nicht, dass wir hier irgendwie... Okay, da müssen wir rein. 102. So, Schlüssel haben wir ja noch vom Einbruch eben. Sehr schön. So, zack. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir alles geklaut haben. Ja, weil, wie gesagt, wir kamen hier gar nicht vorhin dazu, alles zu Ende klauen, weil der Rucksack voll war. Bad waren wir schon vorhin, ne? Boah, ich will ungern die Taschenlampe anmachen, weil ich nicht entdeckt werden will. Und ich habe echt Schiss, wenn ich die Taschenlampe anmache, dass ich hier eher entdeckt werde. Ja, komm, wir probieren es mal. Alter, wieder so guck mal, so entspannende Einbruchsmusik, ja? Ah, ich sag's euch, Leute, einbrechen, ja, kann so meditativ sein, unglaublich. Lasst das, macht das nicht, ja, so. Okay, wir sollen hier was kaputt hauen? Haben wir denn jetzt alles? Warte mal, das Bild. Oh, das können wir auch noch mitnehmen. Oh, erstmal Taschenlampe schnell aus. Ah, das legen wir schon mal hier hin. Damit wir es nachher nicht vergessen. Ihr wisst, wie ich bin. Oh. Naja. Ich hoffe es noch gut. So, also. Was soll man kaputt hauen? Ich denke mal, das mit den Sternen, oder? Warte mal, hier war da irgendwo ein Fenster, wo die wollten, dass wir kaputt hauen. Oh, hier haben wir mal. Okay. Hier auch. Ist kaputt? Ja, ist kaputt. So, was haben wir hier noch? Da. Ah, hier Kloschüssel. Zack. Randale. Ja, und dann jetzt noch irgendwo da draußen wird. Aber das haben wir doch zerschlagen, oder nicht? Oh ne, jetzt. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Ja, dann hauen wir ab, oder? Nehmen wir das Bildchen. Zack. Gemälde, jawohl. Ja, ja. Nicht wundern, nicht wundern. Ja, wir sind Renovatoren. Ja, wir müssen das Bild renovatieren. Du hältst etwas Ungewöhnliches in der Hand. Nö. Ich habe doch gesagt, wir renovieren das Bild. Alles gut. So, hallo, guten Tag. Na, wie geht's Ihnen? Ja, vielleicht nachts ist das nicht gerade so Gegenstand fallen lassen. Und nichts wie weg, oder? So, geht zu 102, wir in den Auftrag zerstören ein paar Sachen. Haben wir doch gemacht. Doch noch nicht. Ah, vielleicht war es aber auch wegen der Brechstange in der Hand. Das könnte sein, ja. Stellen wir vor, die kommt nachts einer entgegen, aus dem Haus raus mit der Brechstange. Oh, das muss man wegpacken. Ich glaube, da denkst du dir auch deinen Teil. Also, das 103, 102. So, jetzt. So, warte mal. Aber wir haben doch den Auftrag abgeschlossen. Stand doch da eigentlich, ne? Komm, ja gut, dann hauen wir das halt auch noch kaputt. Zack, gib ihm. Oh je, die Polizei wurde alarmiert. Flucht oder Versteck? That ding is next door. Call the cops. Hide in the dumpster or something. Ich konnte da nichts für, Leute. Das, ne? Das gehört zum, glaub, zum Tutorial, dass das dann auslöst. Wie gesagt, ich war ja eigentlich schon weg, weil dran stand, ist abgeschlossen. Aber, dann, hau ab. Aber dann war es halt doch nicht abgeschlossen. Wie gesagt, ich glaube, es gehört einfach zum Tutorial, damit man einmal sieht. Ah, toll, guck mal, in Mülleimern kann ich mich verstecken. Aber bis jetzt läuft es ganz gut, oder? Gut, wir sind auch noch im Tutorial. Wäre schlimm, oder? So, zack. So, erlerne die Fähigkeit Schlösser knacken Stufe 1. Alles klar, machen wir, warte kurz.
funny if you got caught. A man escapes trained assassins, but he can't escape a policeman who ate a donut as he ran to the crime scene. Time to learn lockpicking. If you still okay. somehow don't have the experience, steal some more from 102. So, haben wir die nötige Erfahrung, das zu lernen? Ansonsten sollen wir noch was von 102 klauen, aber ich glaube, wir haben sie. Das passt. So, nochmal ein Anruf. Good, brother. Take out your phone and order a nice basic lockpicking tool. You can buy it at your PC too, but it'd be a waste of time to drive there. Alles klar. Also, wir sollen am Handy sollen wir uns Dietrich bestellen. Das ist wahrscheinlich das einfache Einbrechset, oder? So, you have the tool. You can practice on a lock in 102 if you want. Practice is always good. Break into 103 and steal the drone. It's big, so you can't miss it. Just make sure to check your journal and see when the guy is out. So, alles klar. Also, wir sollen jetzt in 103 einbrechen und die Drohne stehlen. Und wir haben ja vorhin rausgefunden, dass der Anwohner um 17 Uhr das Haus verlässt. Verlassenes Haus. So, Beute, Missionen. Nee, halt, warte mal. 100, nee, 103, jetzt genau. Geht schon wieder los. Anwohner. Unbekannt. Okay. Wilsons Schuppen. Naja, auf jeden Fall ist er zwischen 17 und 21 Uhr außer Haus. Bedeutet, wir werden jetzt mal... Hier los. Ach, hier kann man Schlossknacken üben. Ach, Quatsch, brauchen wir nicht. Blödsinn, kriegen wir hin. Kein Problem. Ich werde es so bereuen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal bis 17 Uhr pennen. Und dann sollte der aus dem Haus sein. Und dann gehen wir die Drohne klauen. Das ist der Plan. Oh, vielleicht sollten wir unser Auto auch abschließen. Nicht, dass das irgendwann geklaut ist, wenn wir zurückkommen. Das wäre auch geil, oder? So als Einbrecher? Du bist gerade schön am Klauen, kommst zurück und dann ist deine Karre weg. Was eine Scheiße, oder? So, 17 Uhr. Jetzt ist halt die Frage, nehmen wir das Auto mit dahin oder nicht? Also ich würde sagen, nein. Aus. Oh, sehr schön. Wie gesagt, es soll ja zwischen 17 und 21 Uhr außer Haus sein. Dann lass mal schauen, ob das so ist. 103, hier. So, zack. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht irgendwie beobachtet dabei, oder? Hä? Wir hätten es doch üben sollen, glaube ich. Irgendwie, oder? Hä? La la la, wir machen gar nichts. Schönen Tag noch. Mach es gut. Hä, was soll das? Ach hier, jetzt warte mal. Falsch Tasten benutzt jetzt. Ja, nice. Alter, aber ich glaube, dass der ja bald wieder da ist, ne? Wir müssen uns echt beeilen. So, komm, zack, hier. So. Also warum der jetzt vorhin nicht verschwunden ist, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. So, wichtig ist jetzt halt, dass wir auf jeden Fall die Drohne klauen. So. Alter, ist die groß. Okay. Und jetzt? You got it? Cool. You need to upgrade it so it can disable cameras. There's a camera at the entrance to 104. Sell some loot and check out drone tech on your computer. Take your time. Alles klar. Okay, also, wir müssen das Ding upgraden. Irgendwie, damit wir Kameras damit deaktivieren können mit der Drohne. Aber vorher müssen wir natürlich erstmal ein bisschen klauen. Das ist ja klar. Projektor, zack. Zack. Aber war da noch Geld drunter oder was? Nee. Nee, war nicht. So, zack. Aha. So, wir müssen halt bloß aufpassen, dass wir nicht erwischt werden. So, Rechenschieber klauen wir auch mal. So, man muss ja auch irgendwann mal Steuererklärung machen. So, weg damit. Sehr schön. Und zack. Ey, alles läuft doch, oder? Läuft, 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 Freunde. Ehrlich. Bin ganz zufrieden.
Wie gesagt, wir müssen, glaube ich, nur ein bisschen leiser hier drin sein, weil Geräuschsensor und so. Oh, zack. Nice. So. Ja, das ist nix. Was ist das hier? Achso, Sicherungskasten. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Zack, das schnappt man noch. Oh, nice, Kopfhörer. Hier noch irgendwas, vielleicht Topf. Rucksack ist voll, alles klar. Gibt es hier irgendwo noch ein geiles Bild zum Ab? Guck mal hier. Das da, sehr schön. Mal Taschenlampe lieber aus, damit es nicht so auffällt. Und dann, zack, ab zur Karre, oder? Bin ich denn? Hallo? Oh Gott, ich höre jemand. Da ist das Tor. So. Ja, sehr schön, oder? Hey, das hat doch einigermaßen... Ey, für meine Verhältnisse hat das doch einigermaßen gut geklappt, oder? Jetzt nichts wie zur Karre. Hallo, guten Tag. Ja, ja, wir renovieren, wir restaurieren das Bild. Ja, wir sind vom Museum. Das hier ganz offiziell. Wir arbeiten immer nachts. Wir sind alle Sonnenallergiker. Oh, ich schmeiß was da drauf. So. Ja, perfekt, oder? Hoho, nice. Ja, dann gehen wir jetzt mal schnell hier zum Pfandladen. Gehen ein bisschen was verkaufen. Und dann müssen wir die Drohne aufwerten. Also ich finde, Leute, jetzt mal ehrlich, für meine Verhältnisse hat das echt gut funktioniert. Aber wo war denn der blöde Pfandladen? Ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich glaube, irgendwo in die Richtung wahrscheinlich, ne? So, und wir müssen aufpassen, dass wir die Leute nicht überfahren. Da oben, da ist der Pfandladen. Okay, alles klar. Zack. Ey, allein schon wie auffällig ich hier mit dem Ding, mit diesem riesen Karren, ja, durch die Gegend fahre, wie so ein Betrunkener, ja. Allein das sind schon keine guten Voraussetzungen eigentlich. So, komm. Also, wir verkaufen jetzt nochmal beim Pfand. Oh, wir haben ja noch das andere Bild, ne? Zack. Nehmen wir mal mit. Wo ist denn hier? Warte mal kurz, eine Mücke ärgert mich. So, jetzt. Merry freaking Christmas! Hi, hallo, grüß dich. Ich schmeiß das mal dahin, ja? So, warte, ich hol nur eins. Hm? Zack. Ist echt dunkel. So. Aha, da geht's rein. So. Und dann werden wir das ganze Zeug jetzt mal verkaufen, oder? Und zack. Gegenstand fallen lassen. Sehr schön. So, alles verkaufen. Katsching, 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 katsching. So, ich hoffe, der hat jetzt auch die Bilder da unten verkauft. Ja, ist alles weg. Perfekt, super. So, also geh nach Hause, kaufe eine Drohntech. Kaufe bei Drohntech ein Kamera-Deaktivierungsmodul. Alles klar, Leute, das werden wir machen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, ich fand es auf jeden Fall mega spannend. Ich glaube, es könnte lustig werden, gerade wenn die Aufträge dann auch ein bisschen schwieriger werden. Ich glaube, dann haben wir hier pures Vogelscheuchen-Chaos. Und ich glaube, da wird es lustig. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Würde mich mega freuen. Und teilt das Video sehr gerne. Ja? Und dann noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.